Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann macht es euch halt selber. Na hallo mit Mama. Tja. Keine Ahnung, wie man das Video beginnen soll oder wie es enden soll. Tja. Fangen wir mal mit den Tatsachen an, sag ich mal. Keine Ahnung, also über die gesamte Zeit hin, vor allen Dingen in den letzten Jahren, wo ich YouTube gemacht habe, kam öfters mal von dem einen oder anderen, dass ich überreagiert habe, zu hart, zu laut, falsch, wie auch immer. Und das kam auch aus, ich sage jetzt mal, es kam viel, jetzt im Nachhinein sage ich, kam das viel, viel zu viel. Auch jetzt mal von Leuten, die im NBN drin sind oder die Zuschauer sind oder was weiß ich, egal jetzt. Die, ja, vielleicht sogar oder zum Teil auch gesagt haben, hey, das ist zu hart. Das geht so nicht und ja. Und ich will das ein bisschen allgemein halten, das Ähnliche, was ich mir so ein bisschen aufgeschrieben habe. Ich will keine expliziten Namen nennen. Fühlt euch da auf jeden Fall angesprochen, diejenigen, die es sind. Ja, ausschlaggebende Punkt. Oder das letzte Tröpfchen, was das fast zum Übergelaufen gebracht hat, war in dem Fall der Micha. Den nenne ich jetzt an der Stelle mal. Aber wie gesagt, fühlt euch da mal alle im MBN angesprochen. Auf jeden Fall im MBN alle angesprochen und alle, die ja vielleicht von mir mal einen Kommentar gekriegt haben, wo ihr sagt, oder scheiße, was. Das geht so nicht oder. Ach, das war mir so nie bewusst, Leute. Also. Das ist. Das wollte ich doch nie. Weißt du? Und keine Ahnung, ich weiß auch nie. Ja, was will ich dazu groß sagen? Also, das ist halt scheiße, ne? Also, das wisst ihr ja schon, schon länger wie ich. Ich weiß es nur jetzt erst. Und ja, das tut mir auf jeden Fall leid, mega leid, wirklich. Das ist, wenn dann jemand aus dem MBN kommt und sagt, Grüße gehen raus, weißt du noch damals wegen dem einen Wort? Oder auch die mir bei der Wicklung oder allgemein in der ganzen Zeit im NBN über die vielen Jahre dabei sind, wo ich definitiv über die Stränge hinausgeschlagen habe gegen Leute oder Mitglieder vom NBN vor allen Dingen, die ja mir nie was Böses wollten, ne? Tja, und ich wollte das ja auch nie. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, was da alles war, ihr wisst, jeder Einzelne, für euch ist das bestimmt krasser noch, als für jemanden, den es halt nicht betroffen hat, dem ich halt nicht irgendwie so eine komische Nachricht geschrieben habe oder keine Ahnung, oder im Video irgendwie eine Spitze oder irgendwas erwähnt habe oder was weiß ich, keine Ahnung. Wenn ihr mir das nicht geschrieben habt, dann habe ich das ja nicht registrieren können. Aber dank des NBNs und unserem Zusammenhalt eben, ja, ist es eben dazu gekommen, dass nicht nur einer aus dem NBN, jetzt halt nicht nur der Micha, weißt du, wie gesagt, das war jetzt das Fass, was es zum Überlaufen gebracht hat. Ich bin ein Idiot. Das kann man nicht anders sagen. Was bin ich denn für ein Trottel, Alter?
Wisst ihr, ich piss euch an, die mir helfen. Das kannst du gar nicht sein, ja. Was soll ich denn da auch sagen? Wisst ihr, da gibt es so keine Entschuldigung oder. Aber das Ding ist halt, warum ich das Video jetzt mache, ist, dass mir klar geworden ist, dass ich da wohl ein bisschen auf dem hohen Ross oder das raff ich auch nicht so ganz war oder wisse und keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Also bei. Und naja. Und wenn du dann halt hörst von mehreren, die dich halt auch ja heftig oberstützt haben, ne? Dann und dir das dann mal selber so bewusst wird, ne? Ich sag jetzt mal, gut, vielleicht habe ich da irgendwie auch zu viel Gas gegeben oder ich weiß auch nicht, warum oder wieso, ich verstehe es nicht. Und nach diesem Wicklungszeug, das hat mich auch mega, ich habe mich da selber mega unter Druck gesetzt, Entschuldigung, ne, habe ich selber gemacht. Da war ich auf jeden Fall ekelhaft, das stimmt schon. Ekel Alfred trifft es, glaube ich, war schlimmer wie Ekel Alfred, ne? Und mir war das nicht bewusst, Männers. Wisst ihr, da habe ich, ja, weiß ich nicht, die Scheuklappen halt auch oft gehabt, ne? Wie kann ich, ob das nur ein Johannes ist oder ein David, ach ne, jetzt sage ich doch wieder Namen oder, ne? Oder Atze oder Kai oder. Im Grunde genommen habe ich ja alle irgendwann mal angepisst. Und wenn ich jetzt so zurückgucke und mir denke, hätten diese Mitglieder oder auch die Menschen oder auch Leute, die auf YouTube da vielleicht härter reagiert, so reagiert wie ich vielleicht, dann ist mir klar geworden, dass es vielleicht nie zu diesem Punkt hier gekommen wäre. Und explizit meine ich damit das NBN. Dass eventuell hätten die Mitglieder, also oder die Leute, die ich eben ja falsch behandelt habe auf jeden Fall oder auch mit einem Ton vergriffen habe und alles Mögliche, hätten die mich die Größe bewiesen und hätten nicht darüber gestanden, dann hätte es vielleicht die Aktion oder mit Sicherheit die Aktion vom, dass nur der Roller war oder allgemein alle NBN-Aktionen vielleicht nie gegeben. So, und nächste Heulsusen-Video, ne? Und naja, da ist mir halt klar geworden, dass ich natürlich, wie ich mich gebe, verhalte, blablabla, dass das eben Konsequenzen haben hat und haben kann eben, es kann halt in die Richtung gehen oder in die Richtung gehen. Also,
vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass ihr da drüber gestanden habt und wahre Größe bewiesen habt. Wahnsinn. Ich bin ehrlich, ich habe nicht mehr dran geglaubt, dass es sowas gibt. Und an meiner Reaktion vielleicht auch erkennt ihr, dass das halt auch wirklich an mich rangeht. Das ist aber auch nicht nur das. Wisst ihr, wenn... Naja, doch, ein paar Namen muss ich jetzt sagen. Einfach mal zum Beispiel, was mir halt auch viel zu denken gegeben hat, hat Elf Lose mich gefragt, warum wir das machen. Danke, Robert, für die Frage, weil bis zu der Frage wusste ich es nicht. Und zwar, das MBN hat sich so entwickelt, so ergeben, ich will es nicht zu lange erzählen, aber ich habe mich dann halt selber die Frage gestellt, warum? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, das ist in dem Fall unser Falco oder auch in Astra oder also alle, die im MBN einfach mal selbstlos was weitergeben oder schenken oder es sind nur viele Sachen, die in der Öffentlichkeit ja gar nicht rübergekommen sind oder so. Ich sag mal so, vom NBN, das meiste habe ich schon mitgekriegt, weil eben, keine Ahnung, da fragt mich halt, hey, ich habe gehört, der braucht das und das, kannst du da mal Kontakt herstellen oder so. Das habe ich alles mitgekriegt. Das sind so viele Sachen gewesen. Ne? Und wo ich mir dann denke, Wahnsinn, ne? was wir da zusammen geschaffen haben. Und dass ich eventuell dafür verantwortlich gewesen wäre, das zu verhindern. Oder das auf jeden Fall mit meiner Art und Weise gebremst habe. Ja, das ist halt unendlich dumm, ne? Naja, da seht ihr auch, ich bin auch nicht fehlerfrei. Und ne, was halt auch noch mit dazu gehört, dieses selbstlose Geben, dieses, ja, einfach so wie ihr seid, die Mitglieder vom NBN halt oder die Unterstützer oder so, weißt du, wenn ich sehe, weißt du, ihr tut dann euch untereinander austauschen und bestellt PV-Blatt und ich kann da noch helfen oder so, weißt du, das ist einfach nur Pumpe, Alter. Ja, keine Ahnung, wenn ich daran denke, dass ich am Ende das Rindvieh sein hätte können, was das verhindert hätte, ja, das macht mich auf jeden Fall traurig, ne? Und das will ich ja auch nicht und ich will ja auch niemand irgendwie anpissen und ja, na, Entschuldigung, Moment, das nehme ich zurück. Ein paar haben es schon verdient. Aber viele haben es nicht verdient. Ne? Ich habe da alle über ihren Kamm geschoren. Ist einfach ein Fehler, den ich jetzt erkannt habe. Wie gesagt, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid an jeden da draußen, den ich irgendwie, was weiß ich, wie gesagt, ich will mich hier nur entschuldigen, ich möchte mich nicht rechtfertigen, ne? Das kann man nicht rechtfertigen. Da gibt es einfach keine Rechtfertigung, ne? Vielleicht war, was heißt vielleicht, es lag auf jeden Fall auch an mir, an meiner Einstellung allgemein. Ne? Und ja, ich denke, es ist viel gesagt, was
was halt mir, wie gesagt, viel geholfen hat, dieser Umgang auch im NBN oder ne, dieses selbstlose Schenken an andere und das zum Beispiel, was halt auch noch so eine Sache ist, auch die verschiedenen Ansichten, dass nicht alle dieselben Ansichten oder teilweise nicht mal die gleichen haben. Ich sage jetzt nur mal Ernährung, aber da gehen wir nicht drauf näher drauf ein, weil das, ne, ist eine andere Geschichte. Aber das sind halt Sachen, wisst ihr, die mir gezeigt haben, ne, jeder hat ja so sein Weltbild oder jeder hat halt seinen Lebensweg, ist halt gegangen und blablabla. Und ja, ich bin kein Engel gewesen in meinem Leben. Ihr hört das auch teilweise an meiner Aussprache und wie ich halt nun mal bin und so, weißt du. Das, ja. Und sagen wir mal, aus der Zeit davor, da gab es sowas nicht in meinem Leben. Ne? Das habe ich auch so noch nie. Egal. Also das ist, ja. Lange genug gequatscht. Was lerne ich draus? Dass ihr die geilsten seid. Wisst ihr? Ich habe das ja auch schon von vielen YouTubern gehört. Ihr bestimmt auch. Aber wenn du... Ja, jetzt kann ich es nachvollziehen. Sagen wir es so. Kurz und knapp. Ja. Ich werde auf jeden Fall diese Einsicht natürlich wirken lassen, sage ich jetzt mal. Es sind jetzt viele Videos auch vorproduziert, ne, bis zu dem Punkt. Jetzt habe noch viele Videos, die veröffentlicht werden. Ob jetzt das vorher oder ich, keine Ahnung. Ne, ich habe mich jetzt einfach hier hingesetzt und ich denke, ich will mich nicht verstellen, ne, um Gottes Willen, ich werde mich schon nie verstellen, kann doch vergessen. Aber es kann sich halt auch was ändern, ne, und auch in den vielen Jahren, ne, und ja, jetzt ändert sich auf jeden Fall was. Also ich habe mich geändert oder ich habe es eingesehen erstmal. Ich habe mich auch schon ein bisschen geändert, einfach. Die Möglichkeit, sagen wir mal, die wir haben, weiterhin zu nutzen, besser zu nutzen, im Guten, mit aufbauenden, wir machen es anders. Wir schwingen die Welle weiter auf und nicht mehr ab. Ich, ne? Ich werde da mein Bestes geben, auf jeden Fall. Kann natürlich auch mal nach hinten losgehen, ne? Ich bin auch, bin nicht fehlerfrei, um Gottes Willen, ihr seht das ja, dass ich halt selbst NBN-Mitglieder, die ich über 5-8 Jahre oder manche kenne ich ja nun schon 10 Jahre, über 10 Jahre. Ja, das tut mir echt leid, ne? Das ist Wahnsinn. Naja, ich wollte es euch einfach mal gesagt haben und es kann ja nur besser werden. Ich hoffe, dass es besser wird. Dass ich da, ich merke es jetzt schon. Ich habe schon ein bisschen getestet auch und so. Und die Resonanzen sind auch besser. Und ich muss auch ein bisschen mehr kommunizieren mit euch und alles. Ja, werde ich versuchen, ne? das so gut wie möglich zu machen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. NBN Forever. Ja. Ne, Wahnsinn. Ihr seid der Hammer, Alter. Das ist Wahnsinn. Wirklich krass. Und ihr seid so viele. Wahnsinn. Weißt du, wenn mal einer kommt und hilft, dann, ja, ne, da finde ich halt gut oder so. Und wenn da immer mehr und weiß ich nicht, vielleicht ist das NBN eine größere Sache, als wir alle gedacht haben.
Und ja, da will ich auf jeden Fall keinesfalls irgendwie gegen dekonstruktive Welle. Nee, wir machen konstruktive, ne? Und ja, ich bin auf jeden Fall mega gerührt, ne? Vielen lieben Dank für eure Rückmeldung, für euren Mut, mir das zu sagen, so ein Arschler wie mir, ne? Der dann immer rumschreit und ja. Tja, diesmal kann ich nur Danke sagen. Ne? Ich hab zu danken, ist natürlich klar. Ne? Ohne euch ist das alles nicht möglich. Und krass, dass ihr damit trotzdem drüber gestanden habt. Puh.